Das Wort hat der Dschungelminister Günther Krause. Bitteschön. Sehr verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Dschungelfans, liebe Angela Merkel, große Entscheidungen liegen in der Luft. Gestern hat die CDU ihren neuen Parteivorsitzenden bestimmt. Bereits seit vorgestern läuft bei RTL das Rennen um einen Platz im Dschungelcamp 2022. In beiden Fällen könnte es auch schon eine Vorentscheidung um die zwei wichtigsten Titel der Republik sein, Bundeskanzler und Dschungelkönig, beziehungsweise Dschungelkönigin. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Dschungelkönig Prinz Damien, zwei Menschen, bei denen ich das große Vergnügen und die Ehre hatte, sie auf ein paar Schritten ihres Karriereweges begleiten zu dürfen. In beiden Fällen leider nicht so lange, wie ich es mir gewünscht hätte. Im Dschungel scheiterte ich an meinem Gesundheitszustand als Bundesverkehrsminister letztendlich an haltlosen Vorwürfen. Aber trotz der Kürze waren beides sehr prägende Lebensabschnitte für mich. Bei dem einen habe ich wichtige Kontakte geknüpft, beeindruckende Menschen kennengelernt und war an Prozessen beteiligt, die Millionen Bundesbürger interessierten. In meiner Zeit in der Regierung Kohl war dafür die Verpflegung besser. Ich möchte an dieser Stelle einen Menschen ganz besonders grüßen, Dr. Bob, der letztendlich die Entscheidung getroffen hat, dass mein Dschungelabenteuer vorzeitig beendet werden musste. Eine schmerzvolle, aber vernünftige Diagnose. Mir geht es inzwischen übrigens wieder so gut, dass ich mir Australien durchaus nochmal zutrauen würde. Schauen wir mal. Ich wünsche allen Bewerbern der großen Dschungelshow viel Glück und möge der oder die Beste gewinnen. Wie meinen? Kommt mir bekannt vor. So vielleicht? Mach ich jetzt. Ah, das ist mein Dschungelminister. Bei meinem RTL. Okay.